Hallöle, da ist der Gusua. Ja, wie ich euch versprochen habe, geht's natürlich trotzdem weiter, auch wenn ich GTA anfange, weil die Frage hatte ja jeder, oh ja, geht's denn auch weiter, nicht, dass du hier so nach dem Motto nur GTA spielst oder sowas. Nein, aber jetzt habe ich ja die erste Folge abgedreht, ich denke mal, ihr müsstet es schon gesehen haben. Und, oh, geht mega ab, also macht echt richtig Spaß. Ich habe meinen Kampf so krass verballert. Ich habe den angegriffen und nicht ansatzweise, aber okay, dazu später. Ich würde aber fast sagen, dass ich mit meinem Angriff noch warte bis kurz vor Ende und dann eventuell den hier angreifen würde. Na, ich hoffe schon mal, dass jetzt golem-technisch bei mir das dann auch langsam mal läuft, dass der dann auch mal weitergeht. Ich glaube, der geht jetzt. Wenn ich nicht falsch gemacht habe, mache ich den jetzt auf 2. 1, 2, 3. Wo hat der? Ja, stimmt. Der ist richtig. Passt. Der hat dann erst die 3. Ja, den könnte man noch platt machen. Ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert da. So, ja, ansonsten seht ihr mich jetzt wieder in der alten Unterkunft. Die DSL-Leitung geht wieder. Achso, jetzt will ich mal gucken, ob ich angegriffen wurde überhaupt. Ja, sehr geil. Ich hab... Der hat mich angegriffen, der zweite hat mich angegriffen und hat nichts gerissen. Das ist ja auch schön. Das ist gut zu sehen. Das möchte ich mir mal anschauen. Das war nämlich total klar. Ich habe es extra so gebaut. Ey, fuuuuck, ey, richtig geil. Und zwar, ich habe es extra so gebaut. Und zwar, jetzt komme ich zur Erklärung. Ich dachte mir, wenn ich die CB hier habe, kommt garantiert irgendein Hans auf die Idee. Oh ja, der hat da seine CB hier. Lass mal CB crashen. Ja, klar, lass mal crashen. Und hier ist die Tesla. Sehr geil. Und jetzt können nämlich... Oh, das wäre so geil. Ja, sehr geil. Die Hexen bleiben schön in der Range von der Tesla. Das wäre so geil. Gucken wir. Oh, jetzt haut der hier richtig Truppen raus. Ziemlich cool. Und jetzt raged er schon seinen King. Und ich kriege... Na, ich glaube nicht, dass das die Hexen packen. Das wäre natürlich mega. Ach was... Ach was, die Hexen... Oh, ich bleib mal schön in dem Bereich hier trotzdem stehen. Den Rest gucken wir uns gleich noch an. Aber das ist ja hier mega fesch. Alter, zwei Hexen, die einfach mal den King und die Bogies richtig schön gefickt haben. Oh, richtig nice. Das ist meine... Das ist ja meine Sache so krass aufgegangen, hätte ich ja nie gedacht. Oh, das stimmt mich leicht freudig. Hier muss ich aber auch, kleinen Moment, hier muss ich auch sagen, das muss ich auch ändern, weil wenn die Dev-Gebäude, in dem Fall jetzt die Teslas, direkt neben dem Rathaus sind und die Loons auf die Teslas gehen, knallen die mein Rathaus noch weg. Das ist eine Sache, die ist sehr gefährlich. Aber scheint ja gelaufen zu sein, würde ich sagen. Ah, und jetzt kommt er bestimmt noch mit der Queen, genau, und meine Hexis. Meine Hexis. Was ich noch gerade merke, was ja angedacht war, was ich aber zuvor noch nicht drauf geachtet habe, der King ist wirklich im, CW wieder zu verwenden. Das ist natürlich ziemlich geil. Ich muss gerade noch mal gucken, wie er dann mit den Loons da und sowas gemacht hat. Das würde ich gerne mal sehen. Den vorgeschickt halt, klar, dann hat er da auf die Fresse gekriegt. Okay, mit 3 Lava-Hunden raus. Ja, hier hat er, aber klar, CW, dann bist du in der Hektik. Den Lava-Hund hätte er ja nicht ragen müssen. Und jetzt gehen die Loons nicht mal, ja, ich Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, gehen die Loons nicht mal in den Rage rein.
Ja, jetzt werden sie kurz geraged. Der müsste aber gleich vorbei sein. Und jetzt hat er den zweiten auch Fail gesetzt. Ja, da hat er mit mehr gerechnet, ganz klar. Ganz klarer Fall. Ja, Pech gehabt. Aber wie gesagt, ich habe ja genauso gefailt. Ich brauche mir ja nicht hier... Oh, hier, guck mal. Aber ich hatte mehr Prozente. Ja, sehr geil. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken, echt, ob ich den Angriff... Ob ich da den King zur Verfügung hatte? Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen... So, da habe ich... Genau, da habe ich den richtig in der Ecke gekackt. Nee, genau, also ich habe den King nicht. Aber der King war als Verteidigung drin. Er hätte mich jetzt auch gewundert. Da hätte ich gedacht, ich hatte doch einen King. Aber ja, hier gucken wir mal kurz rein. Lavahund vorgesetzt und dann halt eben geblitzt. Und dann dachte ich auch, gut, okay, ich bin, hab soweit alles weg. Der eine Magier, den habe ich dann auch wirklich relativ schnell runtergeholt. Das war nicht das Thema. Aber die Sache war die, der hatte noch eine Valkyrie in der CB. Na, ist der Magier denn schon down oder noch nicht? Das sieht man immer so mega schlecht. Und besonders auf dem Handy, dann ist er... Also ja, ich würde sagen, der ist down. Sonst würde ich da schon ein bisschen mehr abbekommen haben. So, dann habe ich, glaube ich, gesagt, gut, okay, komm, dann lass mal den X-Bow blitzen. Weil der ja dann noch was gegeben hat. Aber der war noch komplett da. Von daher hat der Blitz da gar nichts gebracht. Und ich habe eben verpeilt, dass der eventuell noch irgendwas Bodentruppentechnisches in der CB haben könnte. Und dann hat er irgendwie noch eine Valkyrie da rausgehauen und dann war's das für mich. Ah, ich sehe gerade, die sind schon klar in Level 4. So, da genau. Die ist auch so mega spät gekommen, ganz ehrlich. Dann wollte ich halt meine Queen ragen, dass der King die halt nicht komplett platt macht. Und ging komplett in die Hose. Ging komplett daneben. So. Ich habe einen Lavahund, vielen Dank. So, dann werde ich jetzt aber... Ich will echt kein Risiko eingehen. Oder ich mache... Ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt... Ich muss dazu sagen, ihr habt den King nicht dabei. GTA. So. Obwohl, ich könnte eigentlich auch mein Zeugs hier rausnehmen. Ich glaube, den sollte ich auf der Reihe kriegen, oder? Aber ich gucke trotzdem immer in die Verteidigung rein. Beziehungsweise Angriff ist ja gehobt wie gesprungen, dass ich sehe, was der in seiner CB hat. Ich denke mal, die werden auch gut gespendet haben. Da wird der auch nicht so verkehrt sein. Aber wie gesagt, mir gefällt es jetzt auf jeden Fall mit dem CW besser. Wir haben weniger Leute drin. Es ist übersichtlicher. Obwohl, der Hofi hat mir eben auch gesagt, ey, mach mit mehreren, dann kriegst du mehr Erfahrungspunkte für den Clan. Und das ist natürlich dann echt so eine Sache, ja, da hat er gar nicht Unrecht. Ah, okay, also er hat auf jeden Fall Magier drin und Hexen. Jetzt gucke ich mal, ob er noch irgendwas Bodentruppentechnisches drin hat. Weil nämlich... Aber das... Nee, mehr passt ja eh nicht rein. Der hat da ja schon ordentlich das... Oh, okay, da sind... Ah, ich würde gerne einfach zurückgehen, weil da sind die Luftbomben. Okay. Weil die sind ja auf jeden Fall richtig interessant für mich. Weil wenn ich dann, ich sag jetzt mal, von unten anfange und dann gleich erstmal schön die Luftbomben hochgehen, habe ich ein Problem. Da gehen wir nochmal kurz zurück. Und möchte ich mir nochmal angucken kurz. Wiederholung. Wo die genau waren. Ich denke mal hier direkt davor. Aber was hatte er denn? Ach so, er hatte Luckys. Okay, weil ich sage... Ja, da. Also hier sind die alle komplett. Das heißt... Brauche ich mir da gar keine Gedanken drum machen. Die Magier muss ich gucken. Die Hexe kann mir nichts tun, aber die Magier ausschalten. Ich gehe nochmal rauf, gucken. Und dann...
CB. Ja, hier so irgendwie in dem Bereich. Wie gesagt, ich habe zwei Blitze bei. Das weiß ich. Zwei Blitze, zwei Rage. Zwei Lava-Hunde. Ich könnte theoretisch auch den Lava-Hund hier hochschicken. Bloß, ich bin dann mal so durcheinander, oh, jetzt muss schnell gehen. Und dann vergesse ich die CB zu blitzen, beziehungsweise nicht im richtigen Zeitpunkt. Nee, ich möchte die erst rauslocken. Ich möchte die erst rauslocken. Ja. Ich möchte die rauslocken und gehe von oben. So. Achso, ja, da könnte natürlich jetzt die. Ah, da hat er eine Tesla. Okay, ja. Dann nehmen wir da mal einen Loon. Der macht das mal kurz. So, und jetzt gucken wir mal, ob die jetzt. Wie bitte, die kommen nicht mal dahin? Na, okay, dann kommt jetzt der Loon. Der hat jetzt hier freie Fahrt. Aber die CB wird natürlich. Beziehungsweise jetzt kommt nur das raus, was meinen Loon schaden könnte. Oder schadet. Zack, so, jetzt gucken wir mal. Ich sag einfach mal, ich blitz die. Ich denke mal, das sollte hier passen. So. Und so. Dann hat der King nämlich auch gleich noch was wegbekommen. Und die Hexe ist down und der Magier ist down. So, okay. Dann kann ich jetzt von unten reingehen, weil ich ja weiß, ich hau mal die CB weg. Genau, das ganze Gesochse. Und da ein und da ein und dann noch ein Lava-Hund dahin. Und dann kann ich jetzt langsam aufräumen hier schon. Weil ich ja weiß, dass die ganzen Luftbomben schon weg sind. Na, nu komm hier. Die solltest du noch auf der Reihe kriegen hier. Na, der Lava-Hund kümmert sich drum. Ja, gut, da war der Rage noch da. Sollte laufen. Ja, sollte laufen. King brauche ich mir keine Sorgen machen hier. Ja, Skelett ist nervig, klar. Ich habe aber noch den Lava-Hund, der noch ein bisschen tackeln könnte. Ich denke, das sollte laufen. So, dann. Ja, hier nicht zu lange erzählen, weil die Zeit läuft sonst ab. Ihr kennt das alle. Ja, und dann hätten wir hier noch und hätten wir noch. Wie gesagt, ich brauche mich hier nicht brüsten. Hier, oh, hier, guckt mal, wie ich den gekriegt habe. Das war jetzt nicht so die Aktion, ganz klar. Aber ich sag mir wirklich lieber, also ich habe das auch zu den anderen geschrieben, ey, lieber wirklich ein definitiv easy 3-Star, der wirklich läuft, als dann da zu sitzen. Oh, ich hab's verkackt. Mist. Hätte ich ja mal was anderes gemacht. Wie gesagt, brüsten brauche ich mich damit absolut nicht, ganz klar. So, zack. Ja, ich zeig den Raid gleich mal. So, ja, wie gesagt, Supermat, ja, aber da bilde ich mir jetzt absolut nichts drauf ein. Fabio haut raus. Krass, oh. Komplett ohne Hund da oben angegriffen, übel. Da bin ich ja leicht gespannt. Achso, also den Lucky vorgeschickt halt, falls ne. Nee, obwohl, warte mal. Beim Lucky, da gehen ja nicht entweder die Suchenden oder die normalen Luftbomben gehen nicht rauf. Die werden nicht ausgelöst. Ich stehe jetzt gerade echt da und denke mir, das sieht ja noch nicht so gut aus. Aber das hat garantiert alles System. Und du hast ihm schön den Angriff versaut, weil er garantiert mit dem Lava-Hund nicht verteidigen wollte, sondern angreifen wollte. Weil der macht sie ja als Verteidigung eher nicht so gut.
Aber ich würde jetzt mal sagen, Fabio ist Level 9 mit dem Rathaus. Er hat die Queen gemaxt, weil sonst hätte er schon den Rest auch weiter. Von daher ist er natürlich schon richtig gut weit. So, jetzt gucken wir mal. Na, du hast noch die Queen. Alter, das ist echt krass. Also, ja, Kleinvieh macht auch Mist, wa? Denkt man gar nicht. Aber dann sind die 50% dann halt da, zack und fertig, ha? Krasses Zeug. Macht voll, kriegen wir hin. Ah, ich hab nichts zum Vollmachen. So. Dann war es das erstmal wieder. Ich gehe wieder schön auf Farming-mäßig hier. Weil dann habe ich ja wieder mein Zeug durch. Wenigstens ein bisschen. Also der eine Angriff da muss ich mich ja echt verstecken. Ganz klar. So. Ich hatte jetzt eine ganze Zeit den Rat von einem Zuschauer befolgt und habe dann noch eine Kaserne mit Riesen gemacht und eine mit 10 Mauerbrechern. Und das lief echt richtig gut. Also das war gar nicht so fail. Also zwei Kasernen mit Bogies und dann eben den Rest Riesen und Mauerbrecher. Das war ganz gut. So, zack. Packer habe ich nicht. Müssen go wipe. Nur Luckys habe ich nicht. Doch, oh, ich habe Luckys nicht. Dann gebe ich natürlich gerne Luckys. Das ist ja wohl gar kein Thema. Und ich denke mal, Luckys und Loons passt. Denke ich jetzt einfach mal. Ach so, da war noch Level. Ja, genau. Dann kriege ich den Dreck auch noch weg. Fertig. So, ich guck mal gerade. Ich bin der Meinung, Rathaus 9. Würde ich jetzt sagen. Ja. Sehr geil. Cooles Ding. 4463. Respekt. Wobei, ich habe ja noch eine kleine Ankündigung. Aber das kommt noch. Und zwar geht es um Champ halt, klar. Und ein relativ niedriges Rathaus. Mehr verrate ich erstmal nicht, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So, das soll es auch wieder gewesen sein. Ich spreng hier wieder alles. Hier geht ja gar nicht. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao, ciao.